So, da sind wir wieder zurück bei einer neuen Episode von Windcraft. Hier habe ich allerdings noch nicht so viel geplant, denn wir haben den gleichen Tag, an dem ich die letzte Folge aufgenommen habe, nur ungefähr eine halbe Stunde später. Und ich will einfach nur heute die Quest Taproot beenden. Also kann sein, dass es ein bisschen kürzer wird. Wenn das ein bisschen kürzer wird, nutze ich das hier, um ein paar Ankündigungen zu machen. Also, hey, guck mal, da wird mit Tankster geredet, den ich vor ein paar Tagen gesehen habe. Naja, gut. Dann zurück zur Quest. Da erinnert euch wahrscheinlich noch daran, wenn ihr die letzte Folge geguckt habt, dass ich hier ganz viele Wraiths gefunden habe in dem Dorf da. Dann habe ich hier auf einmal ein paar gefunden. Ja, Wraiths sind Untote. Oder sind halt tote Gefallene. Wenn man die mal ein bisschen folgt, findet man noch was. Und ja, dann findet man diesen Friedhof hier mit all den Kerzen und da ist die Blume. Also können wir jetzt gleich mal zurück zur Hexe. Und dann mal die Quest, glaube ich, weitermachen. And bam! Here we are, one potion of light. The black spot in the forest. Oh. Guck euch das an. Wir müssen doch was mit der dunklen Stelle machen. Oh Mann. Screenshot. Black spot, boom. Spot gurgles and the ground bubbles around you. A dead bush slowly grows from the center. Dead plant. Okay, viel Glück. Dann gehen wir mal zurück zur Hexe. Ich denke mal, dass ich zu ihr muss. Und nicht zu den Dorfbewohnern. Oh, der that was the strongest recipe I knew. Achso, es hätte eine grüne Pflanze sein muss. Sein müssen. Okay. Welchen Knopf soll ich drücken? Was passiert eigentlich? Was passiert hier? Habe ich es falsch gemacht? Achso, muss eine Spur folgen. Hä? Da vorne hin? Da lang? Ah, da lang. Einfach stur den Anweisungen folgen. Wollte schon klappen. Da. Hoffentlich muss ich nicht gegen welche Gegner kämpfen. Wie zum Beispiel die Wraiths. Kann ich mich um sie herum bewegen, ohne dass sie mich irgendwie treffen? Ich denke mal, dass es da hoch geht oder da in den Cave rein. Okay, es geht wirklich hier lang. Ach, guck mal, ich kann auch die andere Spur folgen, die ich vorhin aktiviert habe. Die ist nicht besonders weit weg. Oder lieber nicht. Vielleicht muss ich auch in den Cave rein, den ich vorhin nicht rein konnte. In diesen Pilz. Cave, keine Ahnung. Wo die Kraft zu groß war. Gucken wir mal.
Also ich gehe mal davon aus, dass wir nur den Berg hoch müssen. Sollte nicht allzu schwer sein. Ist ja natürlich, ich kann nicht mit der Geschwindigkeit mithalten. Ah, da. Okay. Warum wird es wieder langsamer? Oder muss ich aber nur bestimmte Teile quasi absolvieren, um zu wissen, wo ich hin muss? Es hat lange kein Ding mehr gemacht. Caps Lock Time, wow! Towards the route. Oh mein Gott, irgendeine Stimme redet mir. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich glaube, die Spur endet hier oben. Wow, das sieht super, super cool aus. Oh, wow. Das sieht super cool aus. Ich wusste gar nicht, dass man sowas in Minecraft machen kann. Zur Wurzel. Kein Problem. Aber ich dachte, ich kann nicht in den Cave hier rein, weil die Magie zu stark ist. Ah. Muss wohl was passiert sein. Okay, ich bin einer Wurzel. Mächtiger Baum. Rede mit mir. The roots of the tree grasp your feet and plunge you into mysterious fog. Und natürlich haben alle Quests aus unerklärlichen Gründen Jump'n'Runs. Als würden die so von den Bäumen wachsen. Oder an den Bäumen wachsen. Was in diesem Fall sogar stimmt, weil wir in einem Baum sind. Hä? What are you shouldn't try to escape? Oh, fuck is. Hä? Was wollen die von mir? Complete the parkour. Okay, ja. Es wird ein bisschen schwer, den Parcours zu beenden, wenn ich nicht hier lang gehen darf. The fuck? Was? Das macht keinen Sinn. Ah, oh, Greek. Jetzt reden die mit mir. Glaube, ich habe vorhin mal irgendwas falsch gemacht oder so. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier durch. This land you call home, it's our battleground. Its history is long and complex. We, the bringers of the light, seek to create a land of light and happiness. When happiness goes on. Das war doch irgendein Lied oder so, oder? Naja. However, our power is derived from the good in your world. Our greatest source of power, Gavel, has succumbed to sin and our light began to fade. Okay, also es scheint irgendwie, das Licht scheint die Farbe aus der Welt zu holen, aber die Bewohner von Gavel scheinen wohl jetzt immer mehr zur schlechten Seite zu wechseln, was die Kraft des Lichts verringert. Und warum ich das jetzt in dieser gedämpften Stimme sage, weiß ich auch nicht. Zumindest dämpfe ich die Stimme gerade ein bisschen. Ah, guck mal, dann wird Tapped Roots. Wie passend. Acht XP nur. Wow, das ist gar nichts. Lieber meine Zeit nicht verschwenden und gleich mit Devros kämpfen.
Wow, but there are those who worship our only darkness that seek to destroy all. In your world, the influential forces of light and darkness clash. Of clans? Nein. Vergessen, was ich gesagt habe. Okay. Scheint. Also es gibt böse Leute. Warte, das war's. Das war's. Oh, Bad Lucken Gamer left the game. Wow. Clap, clap, clap. Na gut. Yes! Weniger Fallschaden bekommen, weil ich einen Block früher gelandet bin. Aha. Hä? Oh, is this? Wir sind in einem Paralleluniversum. Oder so ähnlich. Paralleluniversum. Na, sogar Pfeile, die mich in die richtige Richtung weisen. Was passiert, wenn ich weiterlaufe? Was? Ich will das wissen, okay? Ist das hier quasi so eine helle? Ich glaube, dass ich gleich müsste ich zurückgekickt werden. Ich habe so das Gefühl, dass das gleich passieren wird. Ich weiß nur nicht wann. Irgendwann hier vorne müsste noch Gallibor kommen. Da haben wir einen Wolf. Oh, hier müsste Gallibor sein. Ich weiß aber nicht wo. Und wann. Hier ist der Fluss. Ja, auf diesem Grund wurde Gallibor errichtet. Haben die hier wirklich jetzt eine ganze helle Kopie davon gebaut? Ich habe nicht erwartet, dass ich gleich irgendwann zurückgeschmissen werde. Guck mal, da von hinten sind Häuser. Na gut, ich soll mal weniger vom Weg abschweifen und mehr herumreiten. So komme ich schneller über größeres Gebiet. Aber schon cool, wie viel Arbeit die hier reingepackt haben. Das ist eine ganze helle Kopie davon. Ich weiß nur, bis wohin sie geht. Ich denke mal nämlich nicht, dass das unendlich lange gebaut wurde. Als hast du dieses große... Oh nein, das ist die Wand. Oh. Das ist die Wand. Dieses eine Tor, wo ganz diese Schützen sind. Alles macht auf einmal Sinn. Irgendwann hier müsste eigentlich auch noch Olux kommen. Achso, dann kommen einfach Barriers. Okay. Ich soll da wohl nicht hin. Ab zu Teak. Also, die haben wirklich nur den Dark Forest nachgebaut, nicht so alles andere, was vom Decay betroffen ist. Ja. Decay. Ich sollte weniger Witze darüber machen. Decay. Das heißt, dass wir gerade 10.000 Jahre in die Vergangenheit gereist sind, oder? Ah, okay. Ah, okay, das ist eine Art Erinnerung. Alles klar. Also eine Erinnerung, die das Reich des Lichtes uns miterleben lassen will.
Also wir sind nicht in der Vergangenheit. Es ist aber nur so eine Art Lerntrip, nur deutlich größer. Ach so, also das ist wirklich die Vergangenheit, nur dass wir nicht in der Vergangenheit sind. Search for the two stones and pass between them. It will reveal the true enemy. Zwei Steine. Ah, scheint da zu sein. Mein Gott, eine Katze. Was ist das? Ist das Nach und Spinner? Bin ich. Was ist passiert? Was war das? Okay. Es gibt irgendeinen Konflikt zwischen der Dunkelheit und dem Licht. Und ja, er sagt jetzt, oder sie sagt jetzt, dass entweder wir jetzt das Ganze verstanden haben oder noch mehr Fragen haben. Ich bin wohl eher Zweiteres. Okay. Vielleicht werden wir noch mehr herausfinden. Oh. Seriously? Okay. Ich denke mal, dass wir es jetzt haben. Ich habe halt vorhin auch noch dreifache XP bekommen. Okay, gut. Dann war's das wohl mit der Folge hier. Irgendwie das, was Taproot gerade offenbart hat, so der ganze Konflikt, wie der von sich geht. Das müssen wir wohl noch weiter in den nächsten zwei Quests, die mit dieser Storyline zusammenhängen, noch erforschen. Aber bis dahin, sag ich wohl mal wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal und bye.